Wie dem auch sei, ich will etwas zur Ukraine sagen. Da ist etwas passiert, was wieder damit zusammenhängt, dass die Außenpolitiker und andere, die zuständig waren, sich mit der Geschichte des Landes nie beschäftigt haben. Sie haben sich nie damit beschäftigt, dass sich die West- und die Ostukraine zum Beispiel auch im Zweiten Weltkrieg, ich will gar nicht näher darauf eingehen, völlig unterschiedlich verhalten haben. Sie haben sich nie damit beschäftigt, was da auch die Wiege Russlands war. Sie haben sich nicht beschäftigt mit der Bedeutung der Krim für Russland. Und deshalb ist Folgendes passiert. Russland wollte die Ukraine an sich ziehen und die EU wollte die Ukraine an sich ziehen. Und der ganze Konflikt ist dann so eskaliert, dass wir die gegenwärtige Situation haben. Und dabei hätte die Ukraine eine Chance gehabt, dass sie die Brücke geworden wäre zwischen der EU und Russland. Wenn man das erkannt hätte, wenn man rechtzeitig mit Russland gesprochen hätte, auch deren Sicherheitsinteressen respektiert hätte und gesagt hätte, lasst uns nicht zerren an der Ukraine, sondern lasst uns gemeinsam für eine Brückenfunktion streiten. Wie anders hätte die Entwicklung aussehen können, als sie jetzt aussieht. Und deshalb mache ich ja in solchen Zeiten auch ungewöhnliche Vorschläge und habe gesagt, wenn man jetzt mit Putin verhandeln will, muss man doch jemanden schicken, zu dem Putin Vertrauen hat. Natürlich braucht er einen Auftrag der EU. Deshalb habe ich Gerhard Schröder vorgeschlagen, weil ich weiß, dass die ein gutes Verhältnis zueinander haben. Wenn wir da einen anderen hinschicken, da hört er doch gar nicht zu. Da blockt er sich doch von vornherein ab. Das bringt doch nichts. Und umgekehrt habe ich gesagt, ich kenne keinen Europäer, der wirksam in der Ukraine zwischen den unterschiedlichen Teilen vermitteln kann. Weil wir sind alle vorbelastet. Entweder stehen wir mehr auf der Seite oder mehr auf der Seite und dann heißt es immer, die andere Seite vertraut uns nicht. Deshalb habe ich gesagt, in der Ukraine brauchen wir einen Vermittler wie Kofi Annan, weil der ist nicht verbraucht. Beide Seiten könnten sich auf ihn einlassen. Er kann zuhören und er kann versuchen zu vermitteln. Und wenn Krieg keine Lösung ist, und das habe ich ganz klar gesagt, auch gegen Russland, dann ist es natürlich völlig absurd, wenn Leute daran denken, dass die NATO einmarschiert. Ich bitte euch, dann haben wir den ganzen Kalten Krieg überstanden, um jetzt in den Dritten Weltkrieg zu schleudern. Das ist ja völlig absurd. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Auf gar keinen Fall passieren. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, weil ich bei Jauch was von der Spaltung der Ukraine gesagt habe, das ist nicht etwas, was ich mir wünsche. Ich sehe nur die Gefahr. Denn ich habe ja die anwesende Ukrainerin gefragt, gibt es eine politische Persönlichkeit in der Ukraine, wo sie meint, darauf könnten sich beide Teile der Ukraine verständigen? Da hat sie gesagt, nein. Das ist das Problem. So, und deshalb sage ich, die EU hat da alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Russland hat auch vieles falsch gemacht. Ich kann sagen, auch alles falsch gemacht. Jetzt haben wir die Situation. Und jetzt müssen sie sich bewegen und dazu braucht man wieder ein anderes Verständnis des Europäischen Hauses. Es gibt kein Europa ohne Osteuropa. Es gibt auch kein Europa ohne Russland. Statt sich jetzt Sanktionen zu überlegen, die ganzen Konfrontationen doch nur verhärten und verschärfen, muss man endlich wieder ein Vertrauensverhältnis herstellen, damit dieser Konflikt gelöst wird und zwar so schnell wie möglich gelöst wird und zwar gerade im Interesse der Ukrainerinnen und Ukrainer.